Hallo und herzlich willkommen in meinem Love Sober Podcast, Inspiration für ein Leben ohne Alkohol. Ich bin Christiane Hartl und dein Gastgeber in der heutigen Episode. Ich bin ausgebildeter The Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline. Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe. In meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Außerdem möchte ich allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol ist. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich hoffe, dass der Richtige das jetzt hört. Vielleicht kriege ich einen Watschen, ist mir auch wurscht. Aber ich liebe Kitchen Impossible, diese Sendung, die Kochsendung. Und ich mag Tim Melzer wirklich von Herzen. Ich gucke mir, also ich mag seine offene Art. Und das ist echt so ein Typ, wo du genau weißt, wo du hast du denn am Kopf oder an den Füßen. Und das mag ich einfach, die Art von ihm. Mhm. Aber ich muss sagen, ich mache mich wahrscheinlich jetzt echt unbeliebt, aber ich glaube wirklich, dass er ein ganz großes Problem hat. So, schönen guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten hier ein bisschen technische Probleme, die liebe Kerstin und ich, aber wir hoffen, dass es irgendwie alles klappt, dass sich das schön anhört. Und ich freue mich riesig, dass ich mit ihr heute ein schönes Gespräch führen werde. Das ist die Kerstin aus Dortmund. Wir sind, glaube ich, so fast im gleichen Alter. Und ich freue mich, mit Kerstin heute nochmal darüber zu sprechen, wie es bei ihr so war, wie ihre Alkoholkarriere ja, den Verlauf genommen hat und wie sie vor allen Dingen wieder da rausgekommen ist. Hallo Kerstin, ich freue mich. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Ja, ich freue mich. Wir hatten ja schon ein paar Mal telefoniert oder länger telefoniert. Mhm. Da ging es dann um die Themen, um ein anderes Thema, was auch interessant ist, die Männer. Weiß ich noch. Und wir haben jetzt auch ganz oft geschrieben, was ich auch schön fand. Mhm. Und ich denke mir, wir werden uns auch mal in Dortmund treffen. Also das ist Ruhrgebiet, das Ruhrgebietstreffen. Genau. Ist auch in Planung. Ja, ich finde das auch total interessant. Ich muss auch dazu sagen, dass ich bei Insta, ich bin jetzt in keiner Gruppe, aber ich bin bei Instagram, habe ich immer abonniert, diese Nüchtern-Geschichte. Und daraufhin habe ich auch immer Sachen gelesen von Leuten und von dir und halt von dem Daniel aus Lübeck, wo ich auch engen Kontakt zu pflege. Und ich muss sagen, ihr beide seid mir so, zugekommen, so intensiver, sage ich mal. War schon schön. Und das ist auch von der Community her überhaupt ganz toll, anderen dann mal so über die Schulter zu gucken. Und auch, die Postings sind auch total ansprechend, ne? Ja, ich finde, ich denke halt, jeder findet auch seinen Kreis, ne? Seinen Zoberkreis, ne? Wer so zu einem passt. Ne? Das spürt man auch beim Schreiben. Ja, das merkt man. Ja. Mhm. Wie gesagt, auch so. Ich weiß jetzt auch, wenn wir uns dann treffen, das wird super. Das weiß ich jetzt schon. Ne? Also, und kommt noch die Silke dazu und der Stefan aus Essen. Mhm. Wie gesagt, und wer noch im Ruhrgebiet wohnt, darf sich gerne natürlich melden. Angesprochen fühlen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, weil das hilft doch. Also ich finde, so der Austausch ist super wichtig. Und und wie gesagt, wir sind alle unterschiedlich und jeder findet da seinen Sober Buddy. Auch bei Instagram. Ja, ich finde es mega. Also ja, du bist mir auch sehr sympathisch. Erzähl mal ein bisschen. Ja, also fange ich mal an. Ich bin halt, werde jetzt dieses Jahr 52 und ja, meine Alkoholkarriere, die begann langsam, aber stetig nach oben. Ne? Das kann man, glaube ich, so sagen. Und ich finde es immer lustig, oder was heißt lustig, mit grüblerischer Miene, sage ich mal lustig, in Anführungsstrichen, dass manche Menschen sich so sicher fühlen und zurücklehnen und sagen, ja, ich trinke ja nur zum Essen ein Glas Wein
oder sowas. Fakt ist, das habe ich irgendwann auch gemacht. Genau so. Ich habe jetzt zum Schluss, als ich dann auf dem Höhepunkt war, wo ich echt gemerkt habe, das geht jetzt völlig in die falsche Richtung, da habe ich wirklich auch mal so zurückgeguckt und gedacht, Mensch, als meine Tochter noch so im Kindergartenalter war, da hast du vielleicht ein Glas zum Essen getrunken und abends vielleicht noch mal ein Glas, wenn überhaupt. Ne? Und die Spitze des Eisbergs war dann tatsächlich ganz oben, also der Peak, sage ich mal, der war dann, wenn ich Gäste gekriegt habe, habe ich während des Essens getrunken, was ganz viele Leute wohl auch machen. Das habe ich jetzt schon so oft gehört. Und wenn ich das schon höre, dann kriege ich schon meine Nackenhaare, die kräuseln sich dann schon, weil das echt so ein super Einstieg ist, sich in so eine Wohlfühl-Oase reinzudenken, die ja nicht existiert, ne? Aber beim Essen habe ich auch getrunken. Also Beim wenn wir Essen gestern. kochen, also Ach so, ich beim, ach habe so, beim beim Kochen. Kochen, ja, ich habe gekocht und dann immer schon mir einen Wein aufgemacht. Das ist ja auch nicht so, dass man sich betrinkt, wie andere das vielleicht denken und du dann in der Ecke hockst, sondern ich war ja dann sehr mobil auch. Ich habe dann, wenn ich Gäste bekommen habe, habe ich dann, sage ich mal, schon um 11 Uhr, wenn ich angefangen habe, vorzubereiten nach dem Einkauf, habe ich schon die erste Pulle geöffnet und dann habe ich mir was eingeschenkt. Das ist so. Kerstin, aber das war genau mein größtes Problem, mit das, diesen Kochwein oder den Wein beim Kochen wegzulassen. Ja. Und da ich ja dann, da dann Corona anfing und ich dann auch schon öfters mittags gekocht habe, da habe ich dann überlegt, so, was machst du jetzt? Jetzt hast du ein Problem. Weil du bist, ich koche halt gerne, ich koche jeden Tag. Ich auch, ich auch. Immer frisch, immer jeden Tag. Genau. Und immer frisch das Gläschen, das Glas Wein dann dazu. Und Sekt habe ich auch sehr gerne getrunken. ja, auch kam auch gerne. Ich sage ja, Ja, dass wenn ich das jetzt, ich hatte so ein Gespräch mit einer ganz lieben Bekannten aus Bayern. Sie trinkt, die Maße weiß ich jetzt nicht, da kann ich gar nichts zu sagen, aber ich weiß, dass sie mir erzählt hat, dass sie auch beim Kochen, ach Mensch, dass du das jetzt so schaffst, so gar nichts zu trinken und ich koche immer so gerne und dann trinke ich auch immer einen Wein dabei und das ist alles, ach, so eine Wohlfühlgeschichte in Anführungsstrichen und natürlich verkauft sich, sonst wäre das Problem ja auch nicht so prägnant global stationiert, dass es wirklich überall ist. Das ist so, man ist ja in so einer Blase, die einem das vorgaukelt. Ne? Es ist ja nicht nur alles, sonst würden ja nicht so viele sich auch daran festhängen. Ne? Ist so. ja, Kochen und Wein ist, glaube ich, sehr, sehr stark verankert. Und in Amerika, die kochen eher abends. Und da ist das auch bei ganz vielen eben das Problem, ne? Was mache ich dann, wenn ich dann das Dinner zubereite? Ja, was trinke ich dann, ne? Da muss ich jetzt mal mit dem Kochen mal einhaken. Ja, Auch, klar, wir haben ja ich hoffe, Zeit. dass der Richtige das jetzt hört. Vielleicht kriege ich einen Watschen, ist mir auch wurscht. Aber ich liebe Kitchen Impossible, diese Sendung, die Kochsendung. Und ich mag Tim Melzer wirklich von Herzen. Ich gucke mir, also ich mag seine offene Art und das ist echt so ein Typ, wo du genau weißt, wo du hast du denn am Kopf oder an den Füßen und das mag ich einfach, die Art von ihm. Aber ich muss sagen, ich mache mich wahrscheinlich jetzt echt unbeliebt, aber ich glaube Warum? wirklich, dass er ein ganz großes Problem hat. Ja, Also vielleicht. Ich kenne ihn jetzt absolut. nicht aus der Ich Kochsendung. echt, dadurch, dass ich jetzt meine Seiten gewechselt habe. Ich hätte früher das natürlich nie gesagt, weil ich ja gesagt habe, boah, muss alles probieren, Alkohol gehört dazu, immer. Ne? Aber ich glaube, also ich sehe das jetzt, mein Mann, wenn wir das zusammen sehen, Kitchen Impossible mittlerweile, er hat ja jetzt auch noch so eine andere Sendung, die auch ganz toll ist, haben wir auch schon gesehen. Ich bin da so kritisch, ne? Und da ist echt so, dass ich ihm echt manchmal sagen möchte, Mensch, pass auf, Junge. Ja, da kann ich auch was Gutes zu erzählen. Ich hatte eine Gästin an Bord, die eine Kochshow in eigentlich ja in Kanada hat, aber Oh. auch weltweit reist und dann Kochshows in verschiedenen Ländern macht. Super nett. Und ich habe ihr an Bord, das darf ich gar nicht sagen, meine Visitenkarte gegeben, weil ich sage, ich glaube, also wir haben uns super gut verstanden, wir haben auch Adressen ausgetauscht.
Aber sie sagt halt auch, sie muss halt durch die Shows auch ständig Alkohol trinken. Und es ist immer, der Alkohol ist immer allgegenwärtig. Abends, mittags in der Show, vor der Show, nach der Show. Und sagte, ich muss auf jeden Fall, ich sagte, ich werde dich irgendwann mal kontaktieren und ja, ich will da aussteigen. Das So viel ist zu ganz sich. schwierig, ich glaube wirklich für so Köche ist Ja. das sehr, sehr schwierig, ne? Also Weil wenn das ich ist die jetzt auch, halt, ja, wenn ich die bei ja. Instagram sehe, ist immer mit einem Glas Alkohol in der Hand, immer. Ja, jetzt muss ich, eigentlich wollte ich mich ja vorstellen, meine Geschichte, aber jetzt, wo du das sagst, muss ich ganz schnell da eingrätschen, weil ich mir extra eine Notiz gemacht habe. Ich folge ganz vielen Leuten, die ich eigentlich so ganz toll finde und auch mal so über die Schulter gucke, was machen die denn da so? Eine Kate Hudson zum Beispiel hat jetzt einen Wodka rausgebracht, letztes Jahr schon oder davor das Jahr. Und mir fällt echt auf, dadurch, dass man jetzt ganz kritisch guckt, wie viele Prominente, wo die Leute wirklich drauf gucken, die echt Unmengen an Zuschauern haben, wie oft die ihr Alkoholglas in die Kamera halten und 80% oder 90% haben alle schon die Betty Ford Klinik von innen gesehen. Und ich finde das echt, echt Ja. ehrlich ganz schlimm. Also Ich glaube, sehr wir achten. bedenklich. Ich glaube, wir achten da jetzt natürlich viel, viel mehr Absolut. drauf. Ich habe da vorher, hat mich das gar nicht interessiert, auch die Werbung. Es hat mich alles, ja, das habe ich wahrgenommen, natürlich im Unterbewusstsein. Aber jetzt bin ich natürlich schon sehr kritisch. Wann wird der Sekt eingeblendet im Fernsehen? Und, ne? Ganz klassisch, wenn wir Werbung gucken zu einer gewissen Uhrzeit und Ja. ich wirklich meine Kommentare mache und mein Mann geht da schon auf den Zwirn, sagt, jetzt ist er doch mal. Ja, sag ich, Ich aber das kenne das bei uns kann doch nicht genauso. wahr sein. Das ist doch echt nicht wahr. Wir sind schon so abgeschrubbelt und so unsensibel, was das angeht, dass für uns, dass es ein Nervengift und eine Droge ist, gar nicht wahrgenommen wird, weil es legalisiert ist. Absolut, Kerstin, absolut, Wenn bin ich sich da total bei einer dir. bei Instagram ein, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, irgend so ein Popstar oder wer auch immer sich eine Line ziehen würde, mal da wären die ganz, oder sich einen Schuss setzen Ja. würde, wäre die ganze Welt empört. Guck dir die Zahlen an, wo der welche Droge am schlimmsten ist. Da kommen die anderen Drogen manchmal besser bei weg als der Alkohol in der Breitband, in dem Breitband, was es anstellt und anrichtet. Unser Blickfeld ist total verdreht. Absolut. Wenn ich, da gibt's, gab es auch eine Werbung vom Frankfurter Flughafen für Champagner, auch ein ganz brillantes Projekt. Und da habe ich auch immer gedacht, stellt euch doch mal vor, die würden jetzt hier eine Werbung machen mit Sternchen für Koks. Das Ne? ist ein geiler Stoff, den müsst ihr probieren. Der kommt nämlich aus, Ja. keine Ahnung, Genau. Paraguay Der kommt, oder wird was weiß direkt noch ich wo. eingeführt aus Kolumbien, wird direkt zum Frankfurter Flughafen geliefert, greift nur zu. Ja, aber der Champagner, der wird so angepriesen. Ich stelle mir dann echt eine andere. Ich stelle mir dann eine anstatt Kokain oder Heroin vor, genauso wie du es gesagt hast, ja. Ja, aber wenn du die Leute hörst, die Gesellschaft teilt ja auf in zwei Gruppen, ne? Ja. Es gibt eine Gruppe, das sind die ganz normalen Trinker. Dazu gehört, dass du einmal in der Woche zum Stammtisch gehst, Skat spielst, während des Skatspielens 8 Bier kippst und mindestens 3 Schnäpse. Sag das jetzt einfach so, das ist Ja, so eine, ich sag so passt. eine Mitte, das kann auch mehr oder weniger sein, das ist vielleicht auch tagesformabhängig. Fakt ist, dass du dann nach dem Skat da rausschießt und eine in der Krone hast. So. Genau. Dazu kommt noch, da drauf kommt noch, dass du, sag ich mal, dein Feierabendbier trinkst und ein, zwei Schnäpse vielleicht mal nach einer fettigen Mahlzeit, weil man das ja so macht. Ne? Ja, das ist doch so, oder? Genau Ja. wie ich schon von Nathalie Stüben gehört habe, im Mittelalter haben wir Syphilis auch mit Quecksilber behandelt. Nur weil das immer so gemacht wurde, heißt es nicht, dass es gut ist. Irgendwann sind die Leute drauf gekommen, oh Scheiße, es läuft Vielleicht doch ja nicht so, ganz ja. verkehrt. Ja, ne? Der Punkt ist natürlich ganz klar, die Gesellschaft, wenn du nicht gerade schon einen Partner verloren hast, deine Kinder vernachlässigst, dein Job irgendwie auf dem Abseits schwebt, dass du da gefährdet bist, zählst du nicht in der Gesellschaft als Alkoholiker, sondern als normaler Trinker, Trinker. genau, ja. So, du bist ein normaler Trinker, du bist erst ein Alkoholiker, wenn du es nicht mehr trinkst. Habe ich jetzt
leider von einer Kollegin, die gemerkt hat, ich trinke nichts, die hat dann gefragt, was, ein Spritti? Das hat die Warst du mir. Alkoholiker? Ja, 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 die ja, hat gesagt, ja. was, wie, was, etwa ein Spritti? Was hast du gesagt? Ja, hätte ich gesagt, ja, klar. Ich habe so gesagt, ich habe nur gesagt, wer ist denn bitte keiner? Auch gut. Weil irgendwo, ich kann dir vielleicht in meinem näheren Bekanntenkreis, ich glaube, ich kann keine 5 Leute aufzählen, deren Konsum ich nicht für riskant halte. Ja, gut, ich Ich habe komme jetzt. auf, glaube, maximal 2, vielleicht auch 3. Das war's. Ist so. Und ich habe jetzt keinen kleinen Freundeskreis. Aber es ist so. Bin ich, also ich bin davon so überzeugt, dass die meisten, die in dieser Illusion sitzen, sich ordentlich selbst einen vormachen und ja. Ja, sehe ich genauso. Ja. Und ich habe das jetzt festgestellt, es war ja Weihnachten, beziehungsweise am Silvestertag war das. Da wurde bei uns, ich arbeite in der Bäckerei, ich muss natürlich auch backen da, klar, logisch macht man das. Schön. Und meine Kolleginnen, die haben dann mich aufgefordert, was mitzutrinken, obwohl die wussten, dass ich nichts mehr trinke und abstinent lebe. Und die eine Kollegin hat sogar Wochen vorher gesagt zu mir, als ich sagte, oh, ich habe im Jahr nur einjähriges, da bin ich ein Jahr lang ohne Alkohol Ja. unterwegs. Da hat die mich allen Ernstes angeguckt und hat gesagt, ja, warten wir erstmal ab, ne, ob das so bleibt. Aber dieses Negative finde ich auch so Boah, und dann habe ich furchtbar. echt gedacht, was ist das denn, Leute, ey? Aber Weißt das du, finde wie. ich ganz furchtbar, anstatt zu sagen, Mensch, mega toll. Also dieses so, ah, das wollen wir doch mal sehen, ne? Als wenn sie es dir auch nicht gönnen würden oder selber damit ein Problem haben Ja, und und dann deswegen verstehe denken, ich es nicht. Das ja. ist mir unbegreiflich. Also, ja, und dann war das halt Silvester so, dass die kollektiv meinten, komm, trink einen mit, du kannst ja morgen wieder weitermachen. Einen kannst du für mich trinken. Und es kam wirklich so unerwartet für mich, da hätte ich nie mit gerechnet. Niemals. Dass die mich so Echt? anschrauben da in dieser Hinsicht, das war sehr krass. Wie viele Kollegen sind das denn? Also die dann gegen dich sozusagen. Also das waren schon jetzt 3. Okay. Ne, die anderen, die waren eh unterwegs, die konnten jetzt nicht so, weil der Wechsel auch da war. Aber dann habe ich gesagt, nein, ja, dann machst du morgen weiter, ist doch kein Problem. Ah. Aber für mich kannst du doch was trinken. Für Und da muss andere, ich um Gottes sagen, war ich Willen. so sauer. Ich bin, das kam so richtig so oh, aus der Magengrube hoch. Ein richtiger Stoß von Zorn so in mir. Und dann musste ich mich echt abwenden und mich ablenken. Und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich sie mir wirklich eine halbe Stunde später einzeln gekrallt und habe Sehr gesagt, pass gut. mal auf, das, was du jetzt gerade da gemacht hast, finde ich echt eine Unverschämtheit Ja. und richtig gemein. Und die, wieso? Ich habe das nicht so gemeint, das tut mir leid. Das war falsch von mir, ja und so. Und ich habe nur gesagt, der Punkt ist daran, dass du das selber gar nicht so siehst, weil ich finde, da sehe ich daran, dass es so ein Defizit an Verhaltensauffälligkeiten gibt in dieser Hinsicht, wie die Leute dann mit solchen Leuten umgehen. Das finde ich ganz dramatisch, ne? Ja, es könnte ja, ich meine, bei dir hat das jetzt vielleicht keinen Rückfall verursacht, aber bei jedem anderen, der vielleicht jetzt gerade vielleicht 2 Monate erst alkoholfrei lebt, bei dem hätte das sein können, dass er damit ein Problem gehabt hätte. Das sind, Klar. waren die sich gar nicht bewusst, ne? Die haben, ich habe hinterher, als ich war ja hinterher dann alleine, als sie Feierabend gemacht haben, die haben mir mein Glas da stehen gelassen. Die haben ja eingekippt für mich und es stand neben der Kassenwaage, habe ich hinterher abends gesehen, stand immer noch dieses halbe Glas. Also da hat mir die Sonja erzählt, die ich auch Unglaublich. im Podcast hatte, die haben die auch so ein bisschen genötigt auf der Arbeit und sie sollte was trinken und sie hat gesagt, nein, ich trinke nichts mehr und wieder nachgehakt und sie hat das dann in die Blumen gekippt im Büro. Und das ist mir auch, das finde ich echt super. Und dann würde ich das wirklich vor den anderen demonstrativ weggießen. Ja, ich hätte es im Ausguss Ne? gießen Ja, können, es wäre aber ich okay. muss Habt ihr dir es auch jetzt verstanden? ehrlich. Und dann sagen, habt ihr es jetzt verstanden? Ich trinke keinen Alkohol mehr. Gut jetzt. Ja, aber ich muss sagen, ich war
Ich gestehe, ich war echt überrumpelt, ne? Ich brauchte auch diese halbe Stunde, weil ich weiß ich nicht, wie ich dann reagiere. Ich war sehr zornig und ich habe echt gedacht, ey, ihr tickt doch nicht mehr ganz sauber. Und hab mir so gedacht, mein Gott, warum wird man erst Alkoholiker, dieses Wort überhaupt, wenn man nicht mehr trinkt? Solange man munter dabei ist und eindeutig Ja. eine Droge zu sich nimmt, die eine Sucht verursacht, da ist alles Bingo Bongo, ist alles in Alles super. Ordnung. Ja. Ne? Ich meine, bin ja selber früher so mit den Leuten umgegangen. Also zu meiner Geschichte, es ist einfach so, dass mein Mann und ich, wir waren selbstständig, wir hatten eine Bistro-Pizzeria und wir haben mit den Leuten, wenn wir eingeladen wurden, mitgetrunken. Ne? Und da habe ich das Trinken so ein bisschen gelernt. Vorher hatte ich einen Ibiza-Urlaub, in dem ich das erste Mal wirklich so Abstürze hatte, dass ich wirklich mehr als mein Limit, sage ich mal, mehr als ein Gläschen oder so getrunken habe. Vorher war ich wirklich auf so einem Gesundheitstrip, habe wirklich ja, Säfte und sowas und Teekuren und all sowas, ne? Aber dann habe ich da irgendwie zugelangt und weiter ging das dann, weil wir uns selbstständig gemacht hatten in dieser Gastronomie. Und das war hinterher Usus. Es waren auch Leute, die bei uns kamen, die auch zum Essen kamen. Wir hatten auch Tresenbetrieb halt. Das Ja. waren keine gescheiterten Existenzen, wohlgemerkt. Ne? Wir hatten alles. Wir hatten vom Steuerberater bis zum Tontechniker im Dortmunder Theater und zum Beleuchter und Bahnfahrer und es waren alle Leute da, ne, aber wenn man ganz genau hingeschaut hat, was ich jetzt natürlich beim Revue passieren, was mir da natürlich einfällt zu, alle irgendwo ein Alkoholproblem hatten, je nachdem. Hast du dann natürlich jeden Tag, wahrscheinlich immer, wenn ihr auffattet, hast du natürlich da auch was getrunken. Hätte ich auch jetzt, oder? Ja, eine schöne Anekdote. Ich sage mal so, es gibt ja Dinge, wo ich Erzähl. jetzt drüber lachen kann, ist, ich habe, klar, wir waren 19, als wir uns selbstständig gemacht haben. Und das ist ja recht jung. Und wir wollten Geld sparen. Und dann habe ich meine Lehre zu Ende gehabt und habe dann bei meinem Mann, bei meinem ersten, also halt gearbeitet. Und dann habe ich, um Geld zu sparen, haben wir uns die Putzfrau gespart und ich bin morgens dann unten, habe ich den Laden geputzt und die Küche. Ne? Ja. Und da ich ja total blind war für welches Getränk passt in welches Glas oder muss in welches Glas, ne? So Whiskyglas, ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe mich einfach in meinen Mann verliebt und der wollte sich selbstständig machen. Und ich, ja, machen wir. Und ich wusste gar nicht, was so auf mich zukommt. Und dann habe ich dann beim Putzen irgendwann, weil er war dann irgendwann nur in der Küche und konnte nicht immer kommen. Und teilweise haben die Stammgäste mir gesagt, in welchem Glas. Es war ein bisschen chaotisch. Aber ich bin da reingewachsen. Ich habe es hinterher richtig drauf gehabt. Aber am Anfang war es schon schwierig. So, ich hatte nicht so viel Kenne halt davon. Ne? Also ein Barkeeper ist dann zu der Zeit noch nicht an mir verloren gegangen. Naja, und dann habe ich geputzt und dann habe ich immer gedacht, mein Gott, was. Bacardi Cola, also Cuba Libre und so ein Kram. Und dann habe ich gedacht, die trinken das immer alle und ich habe das ja nie gewusst, wie das schmeckt. Und die haben mir ja immer Mengen davon getrunken, aber muss das ja ganz gut schmecken, habe ich gedacht. Und dann habe ich wirklich beim Putzen kontinuierlich jedes Mal, wenn ich fertig war, habe ich mir irgendeinen Drink fertig gemacht. Und dann habe ich gedacht, oh ja, und dann irgendwann hat mein Mann gesagt, Mensch, du bist immer so müde, wenn du vom Putzen kommst. Gesagt, ja, ich muss ja wissen, was die Leute da unten trinken. Und dann habe ich alles mal so durchprobiert. Und wenn man mal so ein Remy Martin so mittags trinkt, der haut natürlich, wenn man überhaupt kein Training hat, ist natürlich arg böse. Ne? Also da kannst du gleich im Tiefschlaf landen. Ja, so war das dann. Das, Aber du hast dir dabei gar nichts gedacht, ne? nee. Überhaupt nicht. Aber ich wusste hinterher, in welches Glas kommt, ne? Und wie alles so schmeckt. Ja. Was hat dich dann durch das Sortiment getestet nach dem Sozusagen. Putzen? Ja, aber Ja. wir hatten morgens einen Flug, der ging
ich glaube, um 6 Uhr nach Frankfurt von Friedrichshafen. Und dann sind wir um 10 Uhr morgens gelandet. Da haben wir morgens um 10 Uhr, wenn wir dann keine weiteren Flüge hatten, auch erstmal einen Sekt getrunken. Ja, das Ja. war ganz normal. Ja. Genauso wie Upturn das für mich war immer, wenn ich genauso wusste, mein Gott, irgendwo auf so einer Feierlichkeit, da gibt es vielleicht ein Glas Sekt. Also da war dann so ein Brunch und das beinhaltete ein Glas. Da habe ich gedacht, was soll ich mit einem Glas? Da trinke ich lieber gar nichts. Ja, das War konnte ich ein auch nicht. Witz. Das konnte ich auch Nee, nicht. das war ein Witz, ne? Mich auch nie interessiert. Also ein Glas, oh, ja. Ja, und dann hat sich das kontinuierlich gesteigert. Wie gesagt, dann kam, also was ich interessant fand bei deinem letzten Podcast mit der Dame, die aus Los Angeles kam, aber eigentlich Britin ist oder so. War das Ah so? ja, die, genau, die Christy. Genau. Christy, genau. Interessant fand ich einfach, dass sie gesagt hatte, so auch bei ihren Kindern hatte sie auch Probleme, da weil sie ihren Wein ja wollte, dass Ja, in den irgendwie. Schwangerschaften, also nach den Genau, und das war Schwangerschaften bei mir gar nicht, bei wie mir auch bei nicht. dir. Das war wie, als hätte bei mir einer einen Schalter umgedreht und da war nix. Also da hätte ich, da war ich bin da. Mann. Warum ist das so? Ich möchte mal wissen, was für ein Neurologe mir das erklären kann oder irgendjemanden Gehirnforscher oder ich weiß nicht wer. Wer ist dafür zuständig? Dass das wirklich bei manchen so ist und bei manchen nicht. Das weiß ich auch. Das hat mich auch überrascht. Also ich hatte bei beiden Schwangerschaften keinerlei Verlangen, keinerlei. Aber ich habe Ich auch danach nicht. auch wieder kontinuierlich angefangen. Also ich habe Ja, dann so natürlich langsam, klar, so peu à peu. ja. Ja. Aber das ist interessant und ich möchte auch gerne mal wissen, warum du jetzt, ich oder die anderen alle, die ich schon kennengelernt habe und auch die ich jetzt so nicht kenne, aber deren Geschichte ich Ja. auch gehört habe, warum oder wo ist dieser Schalter? Und der hat ja auch ein eigenes Timing, dieser Schalter. Ja, den sich alle natürlich wünschen, ne? Genau, aber den du nicht herbeizaubern Nee, kannst. den kannst du nicht herbeizaubern und den kannst du nicht bestimmen. Du weißt nicht, wann der kommt. Aber ich glaube, du kannst daran arbeiten, dass es Ja? passiert, oder? Ich weiß nicht. Ich habe da so oft drüber nachgedacht letzte Zeit, weil ich das echt interessant finde. Und neurochemisch, also neurologisch gesehen, in einem anderen Podcast habe ich gehört, dass diese graue Eminenz, unser Unterbewusstsein, Ja. eigentlich alle Entscheidungen trifft. Alle. Ob du lieber rote Äpfel oder grüne magst oder. Also von ganz, ganz unwichtigen Dingen bis hin zu ganz schwerwiegenden Entscheidungen. Deine graue Eminenz, dein Unterbewusstsein ist der Regiepart, Ja, der der steuert. alles Ja. genau am Steuer sitzt. Und wir sind ja in der Annahme, dass unsere Denke, die wir hier vorne so zwischen den Augen haben, dass du im Sattel sitzt. Aber das ist gar nicht so. Nein. Das ist auch das, ich arbeite ja mit der Annie Grace und das ist genau die Basis der Methode. Also das Unterbewusstsein wird sozusagen wieder neu konditioniert. Also das wird alles wieder rückgängig gemacht, weil, wie du genau gesagt hast, das Unterbewusstsein hat uns gesteuert, dass wir beim Kochen den Wein nehmen, dass wir diese bestimmten Rituale haben. Und die müssen wieder rückgängig gemacht werden, weil du kannst noch so oft morgens aufstehen und sagen, ich trinke heute nicht. Also das Bewusstsein, du bist dir ja dessen bewusst, dass es dir nicht gut tut, aber das Unterbewusstsein sagt, hey, nein, nein, natürlich trinkst du heute Nachmittag den Wein oder heute Mittag zum Kochen. Und also das ist Ich sage immer definitiv, die graue ja, ich Eminenz. sag, ja, es hört sich auch super an, graue Das ist Eminenz, so. die hat die Macht, die hat die Macht. Die sagt dir, wo es lang geht und die musst du überlisten. Also was heißt, die musst du bearbeiten und Ja, die muss eigentlich das Richtige wollen, ne? Es das ist ist spannend. ja. Dann hast du ja noch erzählt auch da, das fand ich auch interessant mit dem Wein, dass du auch einen Wein getestet Ja, hast. Dein Mann hat den mitgebracht und ganz toll, als ja. du mir da die Sprachnachricht gemacht hast, ist mir auch sofort eine Situation eingefallen. Das war so krass mit dem alkoholfreien Wein. Ich habe den getrunken, wir haben den auch getrunken, aber es hat mir irgendwie was, hatte ich ein bisschen Unbehagen. Genau das, was du auch gespürt hast, ne? Also ich habe direkt einen Wein, also es waren zwei Flaschen und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ganz ab davon, ne? Ich mag das gerne mal Ja, zu. ich Weil auch. ich auch diese säuerliche, wenn gerade
so ein bisschen zitronig, säuerlich. Das gefällt mir gut, so vom Geschmack her, auch wenn man Fisch isst oder irgendwelche andere Gerichte. So, und dann hatte mein Mann gesagt, komm, du hast immer nur Weißwein alkoholisch bis jetzt probiert. Wir gucken mal nach so einem alkoholfreien Rotwein. Und hatte mir zwei Flaschen mitgebracht. Ich sollte die testen. Und er fand eine ganz toll. Weißt du die Und Marke eventuell noch? Können wir jetzt ruhig sagen, vielleicht, oder? oh, nee, habe ich nicht im Kopf. Ich kann dir sagen, wie das Original schmeckte, weil es so identisch war. Ich habe das aber so einen Widerwillen gehabt, das war echt erschreckend. Dieser Geruch und so dieses, es zog sich bei mir so innerlich alles zusammen, habe gedacht, boah, nee, das möchte ich nicht mehr. Das ist nicht mehr mein Part, das ist nicht mehr mein Ding. Ich habe ja auch, wie gesagt, ich habe es dir gesagt, meinen Mund ausgespült. Der andere, der ging, der war sehr leicht, der war so ein bisschen wie Traubensaft angehaucht, ohne dass man da so dieses, es war so echt und so identisch. Es war für mich sehr erschreckend und habe gedacht, ich habe ihn auch nicht getrunken. Ich habe gesagt, den kannst du selber trinken, ich trinke den nicht. Den hat er dann getrunken. Okay. Ja, ich hatte bis jetzt noch keinen Rotwein, der mir gut geschmeckt hat. Also bei Rotwein ist mir das noch nicht passiert, aber mit einem Weißwein eben, mit einem alkoholfreien Weißwein, wo ich auch dachte, ja, ja, der ist mir zu identisch und das möchte ich gar nicht mehr. Also dann bleibe ich bei meinen alkoholfreien Sekten, die, ja, die prickeln ein bisschen, aber die triggern mich jetzt nicht mit. Ja, wie gesagt, ich habe zum Glück überhaupt gar keine Ich auch Trigger, nicht. Ich habe auch keine. dass ich so Cravings habe, so Verlangen und so Nein, richtig. Das nein. ist zum Glück, aber ich sehe das echt als, mir macht halt Angst, wenn ich so bei manchen so, die wirklich lange, lange abstinent waren und dann irgendwann wieder trinken, wie dann. Wer war das denn letzte Mal, wo ich was gehört habe? War das bei dir oder habe ich das woanders gehört, dass die wieder was getrunken? Ah ja, doch, war bei dir, ne? Nee. Die Ach letzte? doch, die Charlotta. Gut, die Charlotta, Genau. ja, die war, glaube ich, auch schon über ein Jahr und hat dann, ich glaube, dann kam Corona und dann haben sie ja gesagt, glaube ich, ihr Mann, ach komm, wir trinken Wein. Und ja, dann war sie eigentlich gleich wieder drauf, ja. Ja, aber das ist das, was ich meine. Das macht mir Angst. Auch andere Geschichten, die wo das dann jetzt ohne Corona irgendwie ne, das dann so passiert, weil angeblich, dass man einen Rückfall hat, das würde, ist ja auch so eine Programmsache. Angeblich würde das ja schon Vorläufer haben, aber ich weiß nicht, wie man die erkennt oder ob man da, ich habe da Hast du keine. mal, hast du denn mal probiert, kontrolliert zu trinken? Weil ich habe es zweimal probiert. Ja, deswegen, ja, genau, du lachst. Lustig, Ja, oh mein Gott. deswegen, Alle, ich vielleicht hat glaube, die alle Charlotta, kennen ja, weil die das. Charlotta hat vielleicht gedacht, nach einem Jahr, das weiß ich jetzt nicht genau, ob das vielleicht auch ihre Phase war, wo sie sagte, ja gut, ich habe jetzt ein Jahr geschafft, vielleicht kann ich jetzt, kann ich es mal versuchen, kontrolliert zu trinken. Ich hatte es schon hinter mir, deswegen, ich würde es Ja, nicht mehr also diese aufs Spiel setzen, Trinkregeln, das ne? ist ja der Witz der Woche. Also das ist ja, wer mir wirklich erzählt. Es gibt ja auch wirklich so Communities, die kontrolliertes Trinken anbieten, ne? Ja, Oder? ich kann da Völliger nur, ich muss da Blödsinn. leider auch lachen, ne? Also es soll Ich jeder mal auch. versuchen, also lachen. Also ich möchte gerne mal, da musst du dir mal einen in deinen Podcast holen, der diese Community vertritt. Das wäre ein interessantes Gespräch. Ich meine, ihr könnt euch nicht auf die Nase hauen, ihr seid ja weit voneinander entfernt. Aber ich Ja. finde, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich überhaupt kein Verständnis, weil das ist für mich Volksverblödung. Sorry, Aber ist die so. verblöden sich ja selber. Also Ja, aber guck ich. mal, die geben aber Leuten, die den dritten Weg suchen, Ach so. auf jeden Fall, ne? Es gibt keinen dritten Weg. Also Annie Grace sagt ja ganz klar, probiert es aus, ihr müsst alles ausprobieren und dann sagt sie, ihr werdet sicherlich zu einer Entscheidung kommen. Ja, Sie lässt absolut. sie ist da nicht rigoros, sondern sie sagt, probiert es aus. Ich habe es zweimal ausprobiert und ja. Es geht nicht. Es ist Es nur hat Stress. geklappt. Ja, super. Ganz toll hat es geklappt. Mega. Ich war nach 2 Wochen wieder da, wo ich aufgehört Ja, bei manchen hatte. dauert es vielleicht länger und dann sagen die sich, siehst du? Siehst du? Das geht. Also da ist der Selbstbetrug ja vorprogrammiert, finde ich. Ja, ich hatte Es jetzt gibt auch den eine dritten Weg Kollegin, nicht. die hat mir jetzt auch berichtet von, die hat auch wirklich einen Monat, würde ich sagen, schon Erfolg und das finde ich auch toll. Das macht auch Mut.
Und sie sagt, ja, ich trinke dann doch mal ab und zu, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Da habe ich gesagt, ja, probier es aus, ich bin da nicht streng. Ne? Ich sage, probier es aus. Ja. Ich garantiere dir, in einem halben Jahr meldet die sich bei mir und sagt, du, nee, die Idee war nicht gut. Es ist so. Ja, Es ist also so wie gesagt. stressig, so anstrengend, wenn man, wie gesagt, die Trinkregeln oder man sagt, ach, man trinkt dann nur, wenn man mit der Crew unterwegs ist und zu Hause nicht oder man trinkt nur zu Hause. Ach, es Kenne geht ab. ich alles. Nein, ich trinke jetzt nur noch, wenn wir zu feiern gehen. Auf Feierlichkeiten oder wenn ich jetzt hier feiere. Und weißt du, meine Geschicklichkeit da drin, wo ich dann auch hinterher dachte, Mann, ey, wie bist du eigentlich drauf? Ich habe sonntags, wenn ich, sag ich mal, meinen Wochenendalkoholkonsum, sag ich mal, schon gekippt hatte, also wenn es weg war, dann habe ich, weil meine Mutter, als sie noch lebte und meine Tochter, wenn die mal am Wochenende kam, die ja ganz viel regelmäßig, als sie noch nicht so engagiert war in ihrem Studium und so. Und dann war ich die treibende Kraft, die gesagt, komm, wir gehen zum Italiener. Komm, wir gehen essen. Ich wollte gar nicht essen gehen. Ich habe ja kaum was gegessen, weil ich konnte entweder nur wegen der Kalorienmenge trinken oder essen. Das konnte ich auch. Siehst du. Und dann, für mich war einfach nur wichtig, dass ich meinen Wein kriegte. Dann habe ich auch eine Rechnung von, was weiß ich, in Kauf genommen. Wie, Ja. also, das sind so Geschichten, die sind schon erschreckend. Und ich glaube, die kennen mit Sicherheit einige Leute. Oder ich habe Essen bestellt, bin dann hingegangen und habe dann gewartet und habe mir dann während des Wartens ein Glas Wein getrunken. Ja, natürlich. Beim Italiener natürlich abholen und schon ein Glas Wein. Ja, natürlich. Naja. So. Standard, Standard. Ja. Genau. Kenne ich auch alles. Ja, das ist ja so weit gegangen, als dann meine Mutter ist 2020 gestorben. Wie gesagt, ich lache jetzt darüber, aber ja, es ist so eine sarkastische Lache oder wie man das, ein schwarzer Humor, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die Beerdigung, also ich habe auf der Beerdigung meiner Mutter gesungen. Also ich bin eigentlich im Kirchenchor auch und ich Ah, cool. habe gesungen mit einer Tenorbegleitstimme, haben wir zwei oder drei Lieder gesungen. Und ich habe die Beerdigung war um 16 Uhr, glaube ich. Und ich habe vorher so 1,5 Flaschen Wein getrunken, locker. 1,5. Und dann habe ich hinterher zu meiner Belegschaft hier gesagt, und danach sind wir nach Hause gegangen, weil damals war Corona so, dass man, ich habe jetzt wirklich einen ausgewählten Kreis nur gehabt und habe hier so ein kleines, ja, Beerdigungs. genau so ein Beerdigungszusammensein mit ein bisschen was essen, so kleine Happen, sag ich mal, so Schnittchen und halt auch natürlich alkoholische Ja, Getränke und klar. Kaffee und so. Und dann habe ich hinterher jetzt zu meiner Tochter gesagt, Rosina, sag ich, weißt du eigentlich, dass die Mama da 1,5 Flaschen Wein vor dem Singen getrunken hat? Dann sagt sie, ach Mama, dafür hast du gut gesungen. Hast du toll gemacht. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, ne? Dass man das alles da noch. Ja, deswegen sage ich ja, ich war ja gut im Training, ne? Davon, dass ich habe ja das wie Wasser getrunken. Ja, ich Das war ja auch. hinterher für mich so wie, als wenn jemand sich einen Sprudel öffnet, sage ich mal. Ich Was habe war die deine? Menge gar nicht Weißwein mehr oder gesehen. Rotwein? Was hast du bevorzugt? Also eigentlich früher angefangen habe ich mit Rotwein, aber ich so Weißwein so eher dann so, so im Sommer oder so, ne, was Leichteres in Anführungsstrichen. Ja, je nachdem, ne, wenn du dann 2 Flaschen trinkst, ist das Leichte dann auch mal wieder vorbei. Wann kam die Also ich habe Erleuchtung? Wann kam die Erleuchtung bei dir? ja die, also es ging ja über Jahre. Meine Tochter hat mir so die letzten, ach, da hat sie Abitur gemacht, 2016. Da fing das auch so an, dass sie mir so gesagt hat, Mama, du trinkst so viel und boah. Aber es, weil ne, andere, wir hatten dann andere Drogen so im Fokus und da habe ich dann drauf geschimpft und gesagt, dies und jenes und dann hat sie mir ganz knallharte Zahlen vom Alkohol um die Ohren gewedelt. Und dann muss ich sagen, klar, meine innere Stimme, ne, das ist ja das Fatale, dass die Menschen nicht auf ihre innere Stimme und auf ihre Intuition hören, ne? Weil sie sind nicht also du bist nicht dein Verstand und ich bin auch nicht mein Verstand, ne? Der Verstand ist einfach da, der uns ein bisschen durch manche Dinge leitet, aber Ja, klar.
wir müssten viel mehr auf unser Bauchgefühl, auf in die Intuition hören, auf den siebten Sinn, weil wir dann besser beraten wären, auch im Leben. Bin ich von überzeugt. Und das macht sich auch ganz besonders bei Süchten bemerkbar oder bei Sachen oder Freundschaften oder toxischen Beziehungen. Selbst, also das ist ja, kann man ja auf ganz viele Sachen Ja. umlegen, ne? Das ist so. Okay. Und diese Stimme, die wurde immer lauter. Und dann irgendwie, klar, möchte man nicht hören, dass man, dass andere sagen, Mensch, du hast aber ganz schön viel getrunken gestern, fand ich. Ja, kenne ich Ne? auch. Kommt mir auch bekannt So vor. fühlt man sich wirklich unwohl. Und will das auch abstreiten und denke, ja, willst mich belehren? Guck dich doch mal an, so. Guck auf deine Sachen, ne? So. Man wird stickig dann, so, ne? Ja. Aber Hand in Hand ging das dann damit, dass ich mir, wie du sagst, jedes Mal morgens sagst, so, heute, nee. Heute trinkst du nicht. Ich konnte ja, wie du sagst, ich konnte ja zum Schluss nicht mehr einen Tag. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nicht mehr einen Tag. Ich habe es mir morgens vorgenommen und war voller Enthusiasmus und habe dann wieder abends zwischen 17 und 19 Uhr irgendwo am Supermarkt gestanden und habe dann meinen Wein gekauft. Immer nur eine Flasche. Du hast ja mal auf Ja, Vorrat. ich habe Kiste, Du genau warst ja Kiste. clever. Ich wollte fragen. Also Du warst ja lässt, also, ja, clever. aber das ist doch anstrengend, da jeden Tag irgendwie auch noch. Ich hatte wirklich, ich habe dann auch am Flughafen in der Ringeltaube eingekauft. Da konnte man sowieso nur Kisten, also ja, günstiger Nicht kistenweise. kleckern, Nein. ne? Und Nur da war ich auch clever. anonym, da kannte mich keiner, weißt du. Also habe ich zumindest angenommen bis zum. Ja, aber weißt du was? Ich habe gemerkt, ich hatte ja eine Zeit lang, da habe ich mir auch vom Weinhändler immer schön was bestellt, ne? Ja. Aber als ich unten dann alles im Keller schön hatte, da habe ich ja noch mehr getrunken, da habe ich gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Ja, das hatte ich jetzt Das hat nicht. mich ja sowas von verleitet. Nee, nee. Okay. Aber bist du Unglaublich. dann auch in unterschiedliche Supermärkte gegangen zum Nein. Einkaufen? Also immer in den gleichen. Also die kannten Ja. dich dann auch. Na ja, klar. Aber ich brauche ja auch oft Hundefutter und noch andere Sachen. Also ich bin ja auch so ein Patient dafür, dass ich für einen Teil hinfahre und das Teilrad vergesse und alle anderen Sachen kaufe und dann wieder Gut, hinfahren muss. Also ja. ich sage mal so, irgendwas war immer, es war nicht nur eine Flasche Wein auf dem Band. Mhm. Also Ja, da, ja. ja. Das ist schon, ja, und dann habe ich irgendwann wirklich gedacht, du musst was ändern. So. Und das war zu dieser, von Neujahr bin ich nach Hause gegangen und hatte das so. Ich bin aber davor schon die Zeit schon schwanger im Kopf so gegangen damit, ne, wo ich dachte, nee, irgendwie, weil ich mochte mich auch nicht mehr leiden. Ne? Also ich habe mich so selbst gehasst, so dieses, ich habe zugenommen, ich war. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war nicht mehr ich. Mein Charakter, ich war nicht mehr bei mir. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wie man das so treffend beschreiben soll. Es war einfach, jetzt schäle ich mich langsam wie so eine Schlange. Ne? Jetzt werde ich wieder zu dem, was ich wirklich bin, eigentlich, Ja, was ich schon immer genau. war. Ja, kann ich gut Was aber nachvollziehen. immer irgendwie übermalt war durch halt den Alkohol. Ne? Und ich weiß auch jetzt immer noch nicht, ich habe ja eine Zeit lang als Immobilienmaklerin gearbeitet und habe Häuser und Wohnungen verkauft und ganz viel Vermietung gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das im Nachhinein geschafft habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Okay, da war ich noch jünger, ne? Hat natürlich auch mit damit was Ja, zu ja. tun. So ab 50 werden alle, die ein bisschen ehrlich sind, zu sich und so, werden da schon nicken und sagen, ja, irgendwie kann man da nicht mehr so immer. Man merkt halt manchmal, dass man mehr Ruhephasen oder Regenerationsphasen braucht. Ja. Ja? Aber ich weiß im Nachhinein jetzt nicht mehr, ich habe nur Tattermine gehabt und habe, weiß nicht, kam auf 4 Uhr aufgestanden, Frühschicht, dann war ich hier zu Hause, dann habe ich eine halbe Flasche Sekt getrunken, weil ich noch aufgeräumt habe, habe mich eine Stunde hingelegt und bin dann zum Notartermin gefahren und so eine Klopse. Und abends dann natürlich nochmal den Abschluss begossen und sowas alles. Also das war ja, Anlässe hast du ja genug. Ja, Und auf jeden Fall. Also ich bin jetzt fitter. ach, ganz anders, gar nicht zu vergleichen.
Gar nicht. Nein, super. Gar Ja, nicht. sage ich auch. Bin jeden Tag fit. Ich schlafe rund um die Uhr. Ja, Also aber auch es ist ein schöner Schlaf. Du kannst super den Schlaf, ein ganz toller Schlaf, gar ja. nicht vergleichen. Und die Leute, die da jetzt noch nicht sind, die, ich habe früher immer, wenn ich sowas gehört habe, ja, ach, was ist denn jetzt? Ich habe das für Einbildung gehalten. Nö, ich habe das Weil so man will ja geglaubt. nicht das Lieblingsspielzeug hergeben, wo man denkt, man kann ohne dem nicht mehr existieren oder ist, man hat keinen Spaß mehr, man ist ausgeknipst gesellschaftlich. Ne? Ja, aber ich kann sagen, es stimmt alles nicht. Also Ich auch. motiviert euch, Leute, wirklich, es stimmt Ja, nicht. Es stimmt nicht. absolut. Es wird sich sicherlich der Freundeskreis ein bisschen ändern, vielleicht. Muss auch nicht. Muss auch nicht. Also bei Muss mir hat auch es nicht. jetzt nicht geändert. Ne? Also ich habe in meinem Freundeskreis, muss ich sagen, wo ich sage, das sind für mich sind das Freunde, weil Ja. da habe ich nur positive Erfahrungen gehabt, weil ich damit so offen bin. Und die haben gar keine negativen Sprüche, Toll. Ja, aber so soll es gar doch nicht. sein. So soll es doch sein, Gar ne? nicht. Im Gegenteil, die haben dann gefragt, wie schaffst du das? Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen. So, Ja, konnte ich auch nicht. Ne? Konnte ich auch nicht. Hätte ich mir auch nie, wenn du mir das gesagt hättest, hätte ich gesagt, ja, okay. Ja, wie wird es sein ohne Alkohol? Bestimmt ein bisschen traurig und langweilig und Genau. aber alles ist alles anders eingetreten. Also es ist wirklich wunderschön. Ja. Und diese rosa Wolke hatte ich zum Glück ja. Also ich hatte sie wirklich 3, 4 Monate. Ja, ich auch. Und ich bin auch, sage ich mal, als ich dann, also nochmal zu diesem Neujahrsgang, da habe ich dann gedacht, so, du musst irgendwas ändern. Da war mir das dann ganz klar, weil ich da auch wieder eine Kritik bekommen hatte am Morgen nach Silvester und habe gedacht, irgendwo stimmt es ja, es stimmt ja. Du bist süchtig, du musst immer Wein trinken. Du musst dir das eingestehen und irgendwas musst du machen. Und ich wusste aber nicht wie. Und ich habe wirklich dann ins Handy eingegeben ohne Alkohol und dann ploppte ja halt auch sofort ohne Alkohol mit Natalie und habe dann wirklich Podcast gehört, wie du auch. Ja. Das war meine Offenbarung. Und ich muss sagen, eigentlich hat, also sie hat mir schon irgendwo mein Leben zurückgegeben, wenn ich so will. Ist so. Man muss auch was dafür tun. Ja. Das ist so. Man kann jetzt nicht meinen, ja, dass es alles ein Selbstläufer ist. Das ist es nicht. Nee, ich habe auch ganz viel gelesen, ne? Ganz viel gelesen und Podcast gehört. Und bei mir war es dann auch noch das Buch noch dazu, also zu Natalie noch das Buch von Annie Grace auf jeden Ja, ich Fall. habe Nüchtern von Daniel gelesen, Das dann auch. selber, und das war einfach für mich eine Ja, Offenbarung auch. ja. Da habe ich gedacht, oh, guck, es gibt auch andere, die auch das Problem haben. Und wir gehen das jetzt mal an. Ja. Genau, wir gehen das jetzt mal an. Und aber für mich war auch ganz klar, dass ich nicht so, sag ich mal so, ich mache jetzt mal 4 Wochen. Ich hätte auch nie gedacht, bei mir war es auch echt leicht. Sie hat dann gesagt, du musst Ja. einfach aufhören, Ja. auch Aufs. heute erstmal nichts zu trinken. Einfach aufhören. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, immer, ich habe jetzt schon eine Woche keinen Alkohol getrunken. Und der, weil er ja meine ganzen Sachen kannte, so nach dem Motto, jetzt höre ich auf, jetzt mache ich nur noch dann oder gar nicht erstmal. Und der kannte das ja alles schon. Der hat immer Ja. gedacht, erstmal abwarten, warten wir mal ab. Ne? Weil der wollte jetzt nicht, der hat jetzt nichts gesagt, aber der hat jetzt auch nicht Hurra geschrien, weil er nicht wusste, naja, wer weiß, wie lange diese Phase geht. Ne? Genau. Ja. Und dann hat er wohl gemerkt, ja, die steigt da voll drauf ein. Und er findet das ganz gut und sein Konsum hat sich auch völlig verändert. Also ich bin da auch sehr glücklich, dass ich da ausstrahle Ja. in diese Richtung. Positiv, ne? Also da muss ich echt sagen, hat das was, ne? Bewirkt es auf jeden Fall auch bei anderen was. Ich Und merke es das ja stört schon. dich aber auch nicht, wenn er jetzt was trinkt, oder? Gar nicht. Ich habe ja Nö. auch hier, steht, auch die Whiskyflasche steht da, also von meinem Mann, die steht da rum. Und ich habe noch eine ganze Sektflasche im Kühlschrank. Du hast es auch gesagt. Ja, es stört mich Aber nicht.
Da wollte ich genau hin. Ja. Ja. Aber wir dürfen uns jetzt nicht als Paradebeispiel, also wir Nee. sind das, ist nicht überall so, ne? Muss man Ja. ganz deutlich so sagen. Und jemand, der merkt, er hat ein Problem, der sollte auch sagen, okay, das muss ich nicht forcieren. Kein Alkohol in meinem Haus ist dann einfach die bessere Wahl, ne? Ja, ich glaube auch, das muss jeder für sich selber herausfinden, wie er sich besser fühlt, ne, wie es ihm besser geht. Und ja, also. Ja. Ja, und dann hat es einfach so, ist einfach so weitergegangen. Also ich hatte wenig Probleme zum Glück damit, dass Abstinente und dass das Verlangen nicht da war. Ne? Aber ich habe Und viel Monster getrunken. Ich war die absolute Monsterbraut. Ich habe voll diese Energy-Drinks in mich reingekippt. Zwar zuckerfrei, ist auch nicht gesund, den weiß mag ich, ich auch, den aber. Monster zuckerfrei, den trinke ich immer auf Autofahrten, wenn ich Ja, Abitur ich muss noch sagen, da fahre. habe ich wirklich. Und neurologisch gesehen ist das gar nicht schlecht, weil da Taurin drin ist. Taurin ist eigentlich ein Entspannungsteil für die Muskeln. Ich habe das mal so nachgelesen. Also es kann durchaus helfen, eine Überbrückung zu sein. Auch wenn man sich jetzt, sag ich mal, nicht komplett was Gutes tut. Grüner Tee wäre besser, aber manchmal helfen auch dann solche Aber Dinge. Kerstin, das finde ich jetzt auch gut, dass du das sagst. Kann man ja auch mal ausprobieren. Also ich hatte ja dann diesen Red Bitter, der hatte, war auch sehr zuckerhaltig. Und da habe ich mir auch jeden Tag drei Getränke gemixt. Ne? Und also Red Bitter alkoholfrei natürlich. Mit Tonic und mit Orangensaft. das war dann die ersten 6 Monate das Getränk meiner Wahl. Ja. Dann ist das so. Ja. Und dann habe ich gedacht, du, jetzt probierst du mal was anderes aus. Im Moment ist Ingwerwasser das Getränk, was ich liebe. Toll. Also es scheint ja so in die Schiene zu laufen. Was ich ein bisschen suspekt finde, wo ich immer sage, ey Leute, ja, aber weil es überhaupt nicht so meins ist, sage ich jetzt mal. Was, ich finde das einfach zu too much, wenn du mehrere Baustellen hast. Zum Beispiel, du willst aufhören zu trinken, du willst aufhören, du willst noch 10 Kilo abnehmen oder du möchtest auch keinen Zucker mehr zu dir nehmen und eigentlich vegan wäre hier sowieso das Allerbeste. Dann denke ich so, Anstrengend. Nee, ey. das geht nicht. Ich würde sagen, auch Step by Step. Guck erstmal Genau, wirklich, überfordert dich. das Hauptproblem ist Alkohol. Und dann Genau. kümmerst du dich nur um Alkohol. Und Genau, da danach, hast du wenn du. erstmal schon genug vor der Brust. Genau. So hat das ja auch die Silke gemacht, meine Freundin. Die hat im Juli aufgehört, Juli 2020 aufgehört mit Alkohol. Und jetzt heute vor allem oder gestern vor einem Jahr ist sie ein Jahr rauchfrei. Als sie dann gemerkt hat, so Alkohol ist stabil. Und jetzt geht die Zigarette auch. Und das ist bei ihr. Aber manche können das, auch mit Zigarette und Alk sofort Schluss machen. Ich bewundere sowas, aber ich denke, es ist nicht die Regel und man soll sich einfach nicht zu viel vornehmen und auch geduldig mit sich selber sein. Ja, ja, Ganz ja, wichtig. ja. Ne? Geduldig und wirklich, wer das kann, weil ich denke mir auch, Alkohol, ich habe es jetzt auch, ich habe erst die Zigarette mit 40 und den Alkohol mit 56. Ich muss jetzt gerade nochmal genau nachrechnen. Genau. Ich wusste aber, wenn ich die Zigarette aufgebe, dass ich mit dem Alkohol genauso aufhören kann. Also das war mir schon klar, nur ich wollte noch nicht. Ich wollte einfach noch nicht darauf verzichten. Ne? Wir waren noch nie Raucher, also deswegen kann ich da Ja. gar nichts so zu sagen. Was macht dann gar keinen Sinn eigentlich mehr? Wenn du nicht mehr trinkst, dann brauchst du auch die Zigarette nicht. Also du brauchst dir dann eigentlich jetzt noch weniger, aber trotzdem, man soll sich die Zeit nehmen und kein Stress. Nee, und ich bin auch jetzt, was ich auch interessant finde, diese Selbstliebe zu einem selbst, wenn man nüchtern ist, die kommt so Oh, geballt wieder, mega, das erschlägt mega. dich fast. Ja, ganz toll. Weil du so kritisch und so harsch mit dir ins Gericht gehst, wenn du trinkst. Und du merkst es nicht mal. Und das macht jeder, der Alkohol trinkt. Da bin ich, jeder, der regelmäßig Alkohol trinkt und riskant trinkt, der muss noch nicht mal in diese Abhängigkeit, dass diese Linie schon überschritten ist. Aber die Ja. wird irgendwann kommen, wenn du weiter trinkst. Das Aber ist. viele merken das ja eben nicht. Ich habe ja auch eine Freundin, die wirklich noch in der, die schläft noch, die ist noch in der Phase, dass sie noch gar nicht aufgewacht ist. Ne? Und da kann man überhaupt nichts machen. Ne? Die machen sich da selber noch was vor, glauben noch, dass sie das noch alles kontrollieren und dass sie noch Spaß haben, dass sie den Genuss noch haben. Gut, da muss man dann abwarten, wirklich, bis sie ein bisschen aufwachen. Ja, wie gesagt, ich kann das gut verstehen. Man weiß ja, wie man dann so tickt, ne? In der Zeit. Ja, aber ich war schon länger wach, ne? Nur ich
Ich wollte noch Ja, nicht so ich richtig nicht aufstehen. so. Ich wollte nicht aufstehen. Also ich Nee, wollte nicht ich wollte aufstehen. da nicht dran Ne? gehen. Heißes Eisen und Ja. nee, dann mein Lieblingsspielzeug. Nee, konnte ich mir nicht vorstellen, wollte ich mir nicht vorstellen. Ja, ich auch nicht. Ne? Ja, also du lebst auch super, super Ja, und jetzt glücklich, bin ne? ich da eigentlich ja, ganz konform mit mir selber. Man kommt zu sich selber wieder mehr, man kann Dinge, also ich muss sagen, was ich auch oft höre und wo ich das so unterschreiben kann, wenn ich spazieren gehe, man geht auf ganz anderen Ebenen, guckt man so in die Welt, sage ich mal. Also ich nehme viel intensiver Dinge wahr, die mir vorher egal waren. Also mir war eigentlich nur wichtig, dass ich hatte mir schon ein gutes Gefühl, weil ich wusste auch, ich habe gerade eine Flasche Wein gekauft und oder eine leckere Geschenke gekriegt, da freue ich mich drauf. Und bin dann, wie viele Filme ich überhaupt angefangen habe zu gucken, wo ich dann eingeschlafen bin, bei alles nur wegen dem Alkohol. Das sind auch so Dinge, wo ich hinterher jetzt erst so drüber nachdenke und denke, Mensch, die hast du gar nicht richtig geguckt, weil irgendwie, ja, bist du auf halber Strecke quasi liegen geblieben, im wahrsten Sinne. Also ich schlafe jetzt auch noch oft bei Filmen ein und trinke nichts. Ich weiß nicht, Nee, woran das es passiert mir liegt. nicht mehr. Nee, Doch, nee. doch, passiert mir. Wir waren ja gestern im Kino und ich habe dann auch vorher noch ein Stündchen geschlafen, weil ich dachte, sonst halte ich den Kinofilm nicht durch. Der ging um 8 los. Also das war schon. Nee, ich kann auch so gut einschlafen ohne Alkohol. Und Und ich habe ja gedacht, ich kriege nur meinen Entspannungsschlaf mit meinem Weinintus, mit meinem ja, das Kegel. denken ja auch ganz, ganz viele, ne? Ganz, ganz viele denken das, ne? Ja, Blödsinn. richtiger Blödsinn, ne? Aber Mal. ich finde es auch gerade schlimm, wenn ich oft höre, und das höre ich jetzt auch aus meinem Bekanntenkreis ganz oft, dass die Ärzte, wenn du irgendwie, dass die dich gar nicht so ernst nehmen, ne? Dass da Ja. schon der Griff versagt, sage ich mal, dich in die richtige Richtung zu leiten, ne? Das höre ich ganz oft. Das finde ich sehr, sehr traurig, ne? Die Irgendwie, dass kriegen das das nicht nicht mit. Also die funktioniert. sagen einfach, die kriegen das nicht mit. Aber da können wir noch mal eine Folge drüber machen, über das Thema. Also das ist nämlich auch echt spannend, was die sagen. Ja, was würdest du denn gerne noch den Zuhörerinnen, Zuhörern mitgeben, so fürs neue Jahr? So Tipps von dir? Also, damals habe ich ja überlegt, ob ich das alleine durch starte, dass ich nichts mehr trinke und mich an diesen Podcast-Folgen durchgehangelt habe. Ich war wirklich ganz nah dran, mich auch für das Programm anzumelden. Ja. Und ich würde sagen, so im Nachhinein, weil ich ja jetzt nicht das Beispiel bin, wo es, also man muss mich ja nicht als Beispiel nehmen, wo alles so glatt gelaufen ist, ne? Sondern ich glaube, dass man mit Krücken für ein Programm, so wie du das anbietest, oder auf anderen Ebenen, wie man, oder ob man, wenn man jetzt auch körperlich abhängig ist, auf jeden Fall nichts alleine macht, sondern Ja. wirklich sich therapeutische Klinikhilfe holt und sich nicht schämt dafür, dass es einfach ja diesen Charme ausblenden, ne? Der einen hindern würde, vielleicht die richtigen Wege zu gehen. Ja, ich habe ja auch ein Programm gemacht bei der Annie Grace, das Alkohol-Life-Experiment. Und gut, ich war da schon nüchtern, aber ich habe das trotzdem jeden Tag ganz, ganz kontinuierlich weiterverfolgt. Toll. Und das hat mir auch super geholfen. Dann plus die Bücher, plus die Ja, Podcasts. ja, Also ich würde auch sagen, Hilfe dazu holen, weil dann geht es auch schneller, ne? ja. Oder Ja, ja. Und vielleicht auch geradliniger. Vielleicht hat man da nicht so viele. Rückfälle mag ich nicht, Data Points, aber gut, auch die können passieren, aus denen lernt man. Ne? Ist auch ja. kein. Aber ich sag mal, und wichtig auch, eine Vertrauensperson zu haben, ne? Ja, auf jeden Also, Fall. dass man da Unterstützung hat, ne? Ja. Ich finde es halt schlimm, wenn man wirklich, sag ich mal, irgendwie wieder, auch, ich weiß kein anderes Wort für Rückfall, also wenn man irgendwie wieder dann in so eine Schleife kommt, dass man wieder was trinkt. Ich finde das ganz anstrengend für die Menschen. Mir tut es auch echt leid, weil ich glaube, das Umfeld leidet auch, ne? Du hast Ja. dann auch ein Identitätsproblem, auch ein Vertrauensproblem, sage ich mal. Ne? Man schämt sich, man mag das dem Partner dann vielleicht auch gar nicht mehr sagen. Und Ja. er sagt dann auch, ja, klar, wusste ich doch, dass du Ist es schon wieder immer nicht wieder kannst. Ja, dasselbe. Du ja, drehst ja. dich im Kreis. Ja. Ne? Ich habe Ist so. eine, die
ist Foto, Werbefotografin ist sie. Und die habe ich auch über Insta kennengelernt. Und ihre Geschichte ist so blendend, sage ich jetzt einfach mal, für die Leute, die auch sich abstrampeln müssen dabei. Denn die hat 2,5 Jahre, 3 Wochen nüchtern, wieder. Oh. 5 Monate nüchtern, wieder. Ja. So. Und jetzt hat sie wirklich, jetzt merke ich, sie sagt das selber, hat ihr Gehirn richtig frei, ihr Geist ist frei und sie ist so dabei und so geradlinig und so toll abstinent, dass ich ihr wünsche, dass es diesmal forever ist. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, man spürt das auch und ich wünsche halt auch jedem, dass er das relativ schnell spürt, ne? Zu diesem Gefühl kommt, ne? Weil das 3 Jahre lang, wenn ich mir das vorstelle, anstrengend. Anstrengend, ne? Anstrengend. Und da gibt es mit Sicherheit auch noch länger, die einfach viel Kraft, und das raubt ja wirklich auch Kraft, das raubt Vertrauen, das raubt alles Mögliche, ne? Gut. Also denen muss man auf jeden Fall auch sagen, dass die, sage ich mal, trotzdem dranbleiben, auch wenn es dann mal wieder düster wird, ne? Ja. Weil der Punkt kommt, der wird kommen und ja, den wünschen wir einfach auch allen, ne? Sag ich jetzt mal so für uns beide, ne? Dass der kommt. Also wie gesagt, bei mir kam er schnell, aber ich habe auch wirklich dran gearbeitet. Ich bin auch immer noch sehr auf der Hut und sehr konzentriert und nehme das nicht auf die Lockere. Ne? Das ist so wichtig, dass ich habe ja gesagt mal, ich möchte auch in 10 Jahren noch Geschichten lesen und auch mich dran freuen, wenn die das geschafft haben. Ich möchte nicht, dass man sagt, so jetzt bin ich, aber irgendwann bist du doch durch mit dem Thema. Weil das ist einfach so eingeschlafen bei uns hier, dass man da immer dranbleiben muss und auch, auch mal unbequeme Sachen zur Sprache bringt. Auch im Kreis, wenn das nicht gefragt ist. So, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin mittlerweile auf dieser Schiene, dass ich sage, man sagt das immer, ich verteufel das nicht. Nein, eigentlich müssen wir es verteufeln, weil es eine süchtig machende Droge ist. Und das, immer wieder versuchen zu verschönern, macht es nicht besser. Nein. Keinen Fall. Na, ist so. Kerstin, wir toppen die Zeit, glaube ich, heute. Oh, wir haben noch für eine Stunde. Denkt der Montag schon super an. Das hat mega Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja. Also mir wirklich auch. Total klasse. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt, hundertprozentig. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du mein Gast warst und wünsche dir eine tolle, tolle Woche. Ja, Dito, alles Gute. Und dir auch. Ich würde sagen, bis bald im Ruhrgebiet, ne? In unserem Treffen. Ja. Genau. Bis bald, meine Liebe. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass du meinem Love Sober Podcast zugehört hast. Ich hoffe, du konntest auch mal schmunzeln. Auch wenn das Thema Alkohol doch recht ernst ist. Wenn du Unterstützung suchst, dann melde dich gerne per E-Mail bei mir, chris@lovesober.de oder schaue auf meine Webseite www.lovesober.de. Mein kostenloses E-Book sende ich dir auch gerne per E-Mail zu. Am Samstag, den 5. Februar, wird es den 2. Einfach-Nüchtern-Workshop in Hungen, 40 Autominuten von Frankfurt entfernt, geben und die Anmeldungen sind ab sofort freigeschaltet. Der Workshop ist auf Deutsch und findet von 10 bis 16 Uhr statt. Wenn du gerne Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreibe mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich sehr auf deine Geschichte und bin schon total gespannt. Alle Infos zu der heutigen Folge findest du auch in den Shownotes. Und bitte unterstütze mich und bewerte den Love Sober Podcast, damit er weit verbreitet wird und vor allen Dingen auch vielen Menschen hilft, die noch in der Alkoholfalle stecken. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss, bis nächsten Sonntag. Alles Liebe, deine Chris. Und ganz wichtig, unterschätze niemals die Kraft, die in einem Neuanfang steckt.